Wir haben uns heute auf der Baustelle zusammengefunden, weil wir die unterschiedlichen Wandaufbauten nochmal durchsprechen wollten. Sprich, auf welchen Untergrund muss welcher Lehmputz, was müssen wir dafür vorbereiten. Das ist nicht vielleicht nicht ganz so einfach wie bei dem normalen Putz. Ich habe mich mit normalen Putz ja nie auseinandergesetzt. Letztlich ist es ja nichts anderes als ein Putz. Ich muss den Untergrund entsprechend vorbehandeln, schauen, was habe ich für Einsatzbereiche und dann loslegen. Genau. Und damit wir rausfinden, welchen Untergrund wir wie vorbereiten müssen, haben wir heute den lieben Stefan eingeladen, damit er uns für jeden Untergrund einmal beraten kann und uns zeigen kann, worauf wir achten müssen und was wir bestellen müssen vor allen Dingen. Genau. So, Stefan, fangen wir mit dem ersten Thema an. Hier noch nicht drauf ist eine Putzträgerplatte. Genau. Aber es ist so, wir haben ja hier quasi die gedämmte Außenwand. Hierauf kommt eine Putzträgerplatte, wahrscheinlich Steico in Style oder eine HF. Eine Maxi D25 oder so. Tut sich aber ja beides, ist ja beides kein Unterschied. Beides sind Holzfaser-Ausbauplatten. Die eine, die Install, ist halt für eine Installationsebene, dass noch Kabel und etc. verlegt werden können. Das andere ist eine normale Trockenbauplatte. Beide werden gleich verputzt. Also von daher ist das Thema, können wir das Thema in einem abfrühstücken. Das heißt, was muss ich hierfür einplanen? Also wie wir diese Wand nachher vorbereitet? Auf die Wand kommt direkt die Platte. Ja. Die wird aufgeschossen, getackert, geklammert, geschraubt, wie auch immer. Darauf kommt eine Lage Lehmklebe und Armierungsmörtel. Diese Lehmklebe und Armierungsmörtel, wo dann vollflächig ein Gewebe eingebettet wird. Ist immer die Frage, warum ein Gewebe? Wir haben Plattenstöße. Mhm. Und bei beiden Platten sind beide Platten sind stumpfe Platten. Das heißt, ich habe hier ein kleines Muster mit Nut und Feder. Das ist nochmal was anderes. Aber eine stumpfe Platte braucht immer eine vollflächige Armierung und vollflächig auch aus Gründen der Stabilität. Damit ich also und keine Risse drin habe? Oder? Genau, dass keine Risse entstehen hinterher im Putz. Und warum auch der Schnelligkeit? Schnelligkeit, was das Gewebe angeht. Ja. Wenn der Handwerker jetzt anfängt, alle Plattenstöße einzeln wie so ein Puzzle zu bearbeiten, braucht er mehr Zeit, als wenn er den Putz aufzieht und einmal komplett eine Gewebebahn einlegt. Gut, aber das Außerdem, wenn wir immer ein Gewebe auflegen auf eine stumpfe Platte, haben wir bei jedem Stoß einen kleinen Puckel. Ja. Das hast du mit dem Gewebe nicht. Und den sieht man dann hinterher schön im Streiflicht. Das will kein Mensch. Nee, also würde man die Fläche komplett zuziehen und dann kann ich auch direkt ein Gewebe einlegen. Gut, aber jetzt mal rein hypothetisch. Wir nehmen jetzt mal hinter mir den Untergrund. So. Also ich habe jetzt hier meine Holzfaserplatte. Genau. Ne, die wird aufgedübelt. Und dann schmeiße ich einfach nur, also quasi wahrscheinlich oben links Lehmputzplatte, also Gewebe rein. Und dann unten, also dass es erstmal grob fixiert ist, verputzt dann, also verklebe dann mit diesem Lehmklebe- und Armierungsmörtel. What a word. Geil. Echt. Muss man verüben. Das ist, glaube ich, das erste Wort, das ich mal irgendwann einem Kind beibringe. Lehmklebe und Armierungsmörtel. Das ist ähnlich wie Dispersionssilikatgrundierung. Gesundheit. So. Gesundheit, lieber Stefan. Das heißt aber, also ich klebe den einfach nur drauf und ziehe den. Es wird, der Lehmklebe und Armierungsmörtel wird aufgezogen. Ja. Gerne auch mit einer Zahnkelle. Dann habe ich schon eine gewisse Stärke aufgebracht. Dort wird dann flächig das Gewebe eingelegt und dann wird abgeglättet. Ich fixiere nicht erst das Gewebe, sondern das Gewebe muss im Putz liegen, damit es auch seine Wirkung hat. Okay, also Lehmklebe und Armierungsmörtel ist also Lehm in... Mit einem Zelluloseanteil. Und deswegen klebt er so? Klebt er sehr gut und ist sehr, sehr druckfest und stabil, genau. Okay, ist Zellulose... Nee, ich sag das... Ist Zellulose nicht auch ein Tapetenkleister? Ja, sowas. Gut, das heißt aber, ich habe den Lehm- und Zelluloseanteil, also einen Lehmklebe und Armierungsmörtel, pack da dann meine... Glasgewebe. Mein Glasgewebe rein. Ein sehr dünnes Glasgewebe, aber mit einer engeren Masche von 5x5 mm. Genau. Und also 5x5 mm Glasgewebe und ziehe das dann glatt. Richtig. Dass ich einfach eine schöne glatte Lehmklebe- und Armierungsmittel-Oberfläche habe. Richtig. Man sieht dieses Gewebe nicht mehr, richtig? Man sieht dieses Gewebe vielleicht noch ganz leicht mit einer Gitterstruktur, was nichts ausmacht, weil danach kommt ja noch mal eine zweite Lage, entweder Lehmoberputz fein 06 drüber, der dann angestrichen werden kann. Oder, so wie hier, der weiße Lehmputz oder wie auch immer farbig, 146 Farbtöne, direkt als farbiges Finishmaterial. Gut, also ich habe jetzt mein Lehmkleber- und Armierungsmörtel, das ist das braune hier. Genau. Und dann kann ich darüber einfach einen Oberputz machen.
Also braucht keinen Unterputz mehr, braucht keinen. Ja, genau, lehmbraun oder mit Unterputz, Oberputz mit Stroh oder. Oberputz mit Stroh wäre dann der Oberputz grob. Genau. Genau. Wenn ich den dann hinterher mal streichen wollte, kann man ja. Mhm. Dann hat er, ich sag, so eine Textur wie eine Raufasertapete, wenn einem das so ein bisschen zusagt. Also ein bisschen Struktur drin. Bei Raufasertapete. Ich weiß nicht. Aber naja. Genau. Okay, das heißt aber Oberputz rüber, den kann ich streichen, einfach mit Lehmfarbe. Hörst du das? Das heißt einfach Lehmfarbe rüber, eben kein alpiner Reinweiß. Richtig. Ich habe übrigens letztens eine Instagram-Nachricht bekommen. Da wollte man uns eine Kooperation anbieten für Deutschlands erste vegane Wandfarbe. Oha. Ist Lehmfarbe nicht auch vegan? Ich würde sagen, ja. Dann ist es gar nicht Deutschlands vegane erste Wandfarbe. Oh, aber Mann, da würde ich mich jetzt auch nicht so weit aus dem Fenster lehnen wollen. Nicht, aber vielleicht, dass da hast doch du noch einen Regenwurm durchgeschreddert. Genau, irgendwas drin ist. So. Genau. Oh Mann, ey. Okay, gut, okay, also ein dünner Oberputz. Das heißt, ich habe nachher so einen halben Zentimeter Lehm. Also halber Zentimeter in dem Falle. Wir können auch dicker aufputzen, dann muss der Untergrund anders vorbereitet werden. Dann käme erst eine Grundierung, die rote, auf die Platte. Mhm. Und dann könnten wir auch einen Zentimeter bis 1,5 Zentimeter Putz nochmal aufbringen. Ja. Ginge auch, um noch mehr Lehmspeichermasse zu haben. In der Regel ist der Aufbau so in der Dünnlage. Aber habe ich dann auch die Wirkung, die den Lehm so auszeichnet, dass er eben meine Raumfeuchte reguliert? Jeder Millimeter Lehm hilft natürlich immens, aber wir haben hier ein super Team, nämlich die Holzfaserplatte in Verbindung mit dem Lehm arbeitet sehr gut zusammen, wenn es um Feuchtesorption geht. Ja, und auch wenn es um die Feuchtesorption geht. Okay. Das sind wirklich super Partner. Und bei der Fläche ist es natürlich auch absolut genug, eigentlich genug Lehm. So. Gut, ich meine, wie würde das denn jetzt aussehen? Rein hypothetisch, ich habe jetzt hier nicht nur eine Holzfaserplatte, sondern ich baue hier eine Wandheizung drauf. Mhm. So, wie würde dann diese Wand dann aufgebaut sein? Genauso, auch der Holzfaserplatte erstmal aufgebracht. Ja. Darauf würde dann mit diesem Lehmkleber und Armierungsmörtel eine Kammspachtelung aufgezogen. Ja. So richtig mit der Zahnkelle einmal so vorgezogen, um eine Haftbrücke zu haben. Ja. Und dann kann ich die Wandheizungsrohre verlegen und die werden dann eingeputzt. Und da kommt Unterputz drauf? Und dann Unterputz mit Stroh, genau. Und kann ich den dann direkt streichen oder muss ich den Oberputz drauf? Man kann den theoretisch auch direkt streichen. Meist ist der Aufbau dann doch Richtung Feinputz. Oder wie gesagt, zu den farbigen Putzen. Aber theoretisch könnte ich auch den Unterputz so stehen lassen. Ich kann den Unterputz ja auch ein bisschen dünner aufziehen, quasi als Finish. Ja. Dann sind wir wieder mitten in der Strohoberfläche. Ne, haben wir so ein bisschen ein bisschen strukturierte Oberfläche. Ja. Vielleicht schöner gesagt als Rauffaser. Und wenn ich... Schneiden. Nein. Nein. Hier wird nichts geschnitten. Hier wird nichts geschnitten. Es sei denn, es geht um Daniel oder meinen schlechten Humor, dann schon. Gut, aber ich kann zum Beispiel jetzt diese normal gestrichene Oberfläche, alle glauben ja immer, Lehmputz ist braun. Ihr habt ja auch so richtig fancy Designputz, so mit Glitzer. Genau. Daniel möchte keinen Glitzer bringen. Ich möchte rosa Fliesen im Gästebad, so Betonfliesen und Glitzer. Daniel sagt nein. Aber das ist ja eher euer Problem. Wir könnten es liefern. Echt? Mhm. Wie viele verschiedene Töne? Wir haben 146 Farbtöne, mischen das aus 6 Grundfarben. Krass. Erden sind ja nun mal... Aber ist da dann Farbstoff drin? Nein, gar nicht. Sondern? Darum bleiben wir in sehr gedeckten, erdenen Tönen, was auch wunderbar zusammenpasst. Ist auch modern, ne? Also ist auch absolut modern. Ich sage vielen Kunden, Lilifee können wir leider nicht. Ja, fürs Kinderzimmer oder so. Doch, ich habe letztens hellrosa Sachen gesehen, weil weiß und rot gemischt wurde. Das stimmt schon. Ja. Nein, aber so, ich sag mal, krassere Farbtöne wie lila oder auch blau gibt die Erde nicht her. Wir arbeiten, wie gesagt, mit 6 Grundfarben, weiß, rot, gelb, grün, braun und schwarz. Die mischen wir untereinander und so entstehen 146 Farbtöne. Und wer dann noch ein bisschen mehr Spaß dran hat, der kann noch Zuschläge reinmischen wie Glitzer, Flash heißt das dann, oder Stroh oder Perlmutt. Perlmutt, gestoßene Muscheln. Krass. Oder was auch ganz crazy ist, unser Zuschlag Herbs. Macht immer ganz besonders viel Spaß beim Anrühren und bei Vorführungen. Dieser Zuschlag Herbs Kräuter ist Dill. Und dann denken auch manche, jetzt drehen sie ganz ab bei Claytech. Warum denn Dill? Warum denn nicht so geile Sachen wie Oregano oder so? Habe ich auch was zu. Dill behält am längsten sein Chlorophyll, also bleibt am längsten grün. Bleicht nicht so aus, über viele, viele Jahre. Ist ja ein ganz feiner Zuschlag. Ist jetzt nicht wie eine Strohfaser, sondern ein ganz feiner Zuschlag.
Sieht super aus, in besonderen Farbtönen, grün-schwarz zum Beispiel. Ja. Ich habe immer mal gerne empfohlen, lieber Handwerker, sei doch mal kreativ. Wenn du irgendwo Kunden hast, die eine Affinität zu Frankreich haben, mach doch mal Lavendel rein. Ja. Bin ich dann irgendwann auch auf die Nase gefallen, weil gerade bei organischen Zuschlägen ist es dann so, wenn die länger mit Wasser in Berührung sind, bluten die so aus, färben die aus. Ja, ja. Ja. Und dann hast du so komische Flecken an der Wand. Dann haben sie gesagt, Stefan, halt die Klappe, das funktioniert überhaupt nicht mit Lavendel. Nimm was anderes. Ist der Uli auf die Füße getreten? Oder? Nein. Ein Handwerker, der es dann wirklich mal ausprobiert hat. Ich fordere immer so ein bisschen Kreativität von den Leuten, so, von den Handwerkern. Ja, cool. Gut, dann haben wir den hier geklärt, würde ich sagen. Gut. Dann geht es im nächsten Video um unsere, was ist das? Kalksandsteinwand, ne? Genau. Top. Dann sehen wir uns gleich im nächsten Video. Bis dahin, abonnieren! Und da oder bei Claytech oder bei uns und gönnt euch.